Gerade wollte ich Ihnen eigentlich meine lieben Wintergäste vorstellen. Die Vögel, das Eichhörnchen, was weiß ich, was alles. Die Meisen, die Elster und vor allem das Eichhörnchen. Das war gerade noch da, aber na, wie es immer so ist, wenn ich dann auf den Balkon komme, dann zieren sie sich. Nein, sie zieren sich nicht, es sind Wildtiere. Die haben eine natürliche Scheu und sind da nicht scharf drauf, wenn man da rumläuft. Und ich habe sie noch nicht gezähmt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut wäre. Viele machen das ja. So ist das mit meinen kleinen Gästen. Auf Bestellung kommen die nicht. Warte mal, Ich beobachte sie lieber von ferne und das tue ich in diesem Winter ganz besonders. Versuche da so einiges mit der Fotokamera, mit dem Videohandy und schauen Sie sich das einfach mal an. Das meiste habe ich so gedreht, dass ich es in Zeitlupe wirklich dann verlangsamen kann, weil gerade die Meisen, die sind sowas von flink, das glaubt man kaum. Das sind teilweise, ist das nicht mal eine Sekunde, wo die angeschossen kommen, sich ein Körnchen rauspicken und wir schon wieder weg sind. Na ja, manche lassen sich aber auch Zeit. Ja, und eins ist mir überhaupt noch nicht gelungen, einer meiner Lieblingsvögel, nämlich die schöne, wunderschöne Elster, die ist auch hin und wieder da, aber die ist noch scheuer. Die habe ich mit der Fotokamera, habe ich sie ein paar Mal gerade so eben erwischt, aber das war's dann auch schon wieder. Schon wieder war sie weg. Mal gucken, vielleicht bekomme ich sie noch, wenn es kälter wird. Kann sein, dass die dann ein bisschen zutraulicher werden. Ich weiß es nicht. Also erstmal die Meisen im Flug. Das ist unglaublich, was die alles können. Und die sind ganz, ganz schön keck, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen. Ja, da gibt es sogar welche, die haben das von ihrem Vetter, dem Kleiber, irgendwie abgeguckt, weil der holt sich natürlich schon mal eine richtig große, dicke, fette Nuss. Aber das machen auch Meisen, wenn sie ganz dollen Hunger haben. Naja, mal sehen.